What's up, my dear Sporting People? Heute haben wir zu Gast Marco Pesic, zurzeit Sportdirektor von FC Bayern, und zu dem Rest kommen wir noch. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. So, Marco, du bist... Wie falsch kann man einen Podcast anfangen? Wieso? Total. Also ich habe dich vorher gefragt, ob du gut vorbereitet bist. Ich bin super gut vorbereitet. Ich bin seit 2012 nicht Sportdirektor bei Bayern München. Was bist du denn? Siehst du? Ja. Du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist heute das Problem. Mein Handy hat heute absoluten... Wir wohnen 400 Meter Luftlinie. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Was bist du denn dann? Ich bin Geschäftsführer. Geschäftsführer. Und wir haben einen Sportdirektor. Das ist unfair ihm gegenüber. Ja, tut mir leid. Ich bin kein Sportdirektor. Aber ich hoffe, dass heute die nächsten 20 Minuten ein bisschen informativer sind. Gut. Also. Aber es regnet in München und da ist natürlich schlecht drauf. Übrigens funktioniert Ihr Handy auch nicht. Aber es funktioniert heute gar nicht. Mein Handy, wo meine ganzen Notizen drin sind, die, wo ich mich sehr vorbereitet habe. Vor allem die Instagram-Stories. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, Marco. Genau, du bist seit 8 Jahren bei den Bayern München. Und vor 8 Jahren hattest du eine kleine, oder besser gesagt, eine große Sportagentur, wo du halt auch als Spielerberater tätig warst. Und hast mit relativ früh, mit 30 Jahren, aufgehört, Basketball zu spielen. Mhm. Und hast dann aber auch wirklich zeitnah die Lumani gegründet. Mhm. Und danach bist du relativ schnell, Lumani gab es wie viele Jahre? Bevor ich zu Bayern gekommen bin? Ja. Ich glaube 3 oder 4. 3 oder 4 Jahre. Mhm. Und dann bist du jetzt seit 8 Jahren bei Bayern. Mhm. Wie machst du das möglich? Also wie ist es möglich in der heutigen Zeit, nachdem du, das heißt, du hast als Basketballspieler, wo du 30 Jahre im Sport warst, dann hast du Lumani gegründet, lief relativ gut, hättest du weitere 4 Jahre noch anhängen können, wie bei Bayern. Und jetzt bist du halt bei Bayern bei 8 Jahren. Zur heutigen Zeit ist es eigentlich nicht normal. Eigentlich sind die Leute halt 1 Jahr hier, 2 Jahre da. Was hält dich so lange an dem Projekt FC Bayern? Na, Spaß. Also so, bei mir ist, ich bin ziemlich extrem in meinen Entscheidungen. Also auch als ich aufgehört habe, Basketball zu spielen, war das ziemlich früh, aber du warst natürlich nicht so gut im Basketball, aber da wir in einer Basketballfamilie geboren sind und Eltern haben, die vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, in meiner Erziehung mir beigebracht haben, entweder machst du eine Sache richtig oder lass es sein, habe ich... war mein Credo als Basketballspieler, dass sobald es mir keinen Spaß macht und ich nur wegen Geld spiele, höre ich sofort auf. Das habe ich dann gemacht, einen Tag vor meinem 30. Geburtstag. Und so ist es auch heute, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, wegen Geld mache ich es nicht, sondern nur, weil ich motiviert bin. Es muss mich was motivieren. Bis jetzt und heute bin ich sehr motiviert, und solange ich dieses Gefühl habe, werde ich weitermachen, wenn die mich lassen. Also würdest du sagen, dass dieses Vertrauen, was man an ein Unternehmen oder in dem Fall einen Verein legt, dass es schon grundlegend wichtig ist, um halt auch Erfolge zu erzielen, wie in den letzten Jahren? Ich meine, ihr habt von Grund auf alles aufgebaut, du bist von Anfang an dabei. Glaubst du, dass dieses Vertrauen und das Aushaltevermögen, die du in den letzten 8 Jahren hattest, Credo dafür sind, dass ihr den Erfolg habt, den ihr jetzt habt? Vertrauen in mich oder in wen? Vertrauen in den Verein, Vertrauen in deine Mitarbeiter, einfach Vertrauen von meiner Seite. Von deiner Seite. Ja, gut. Als ich gekommen bin im Sommer 2011, dann tatsächlich war es so, dass wir, es war kein professionell geführter Verein, wir auch, weil Basketball bei Bayern München bis zu diesem Zeitpunkt, sagen wir so bis 2010, eher eine kleinere Abteilung war, die gut funktioniert hat, aber nicht auf einer professionellen Ebene. Und dann, als ich gekommen bin, hatten wir, glaube ich, 7 fest angestellte Mitarbeiter. Und es ist ein komplexeres Thema, weil da geht es auch um verschiedene Philosophien, wo du arbeitest, was du willst, was die Ziele sind. Und dann ging es natürlich darum, eine Mannschaft aufzubauen, die kontinuierlich Erfolg haben kann, aber auch eine Struktur im Backoffice, um mit Mitarbeitern aufzubauen, dass auch dann, wenn es keinen sportlichen Erfolg gibt, funktioniert. Und also wir sind immer noch in diesem Prozess. Mittlerweile haben wir ca. 45 festangestellte Mitarbeiter,
mit Sport sind wir ja fast 100. Und Vertrauen in Mitarbeiter ist das A und O. Wenn du das nicht hast, dann du kannst ja nicht alles alleine machen. Wir haben nicht nur gute, sondern exzellente Mitarbeiter, die in ihren Bereichen viel, viel besser sind sowieso als ich. Und meine Aufgabe ist, das ein bisschen zu führen und mit meinem Know-how zu bereichern, genauso wie alle anderen da sind. Vertrauen, wie gesagt, ist bei dir, ich kenne dich ja schon so ein bisschen länger, du bist ja auch mein Bruder, aber Vertrauen war halt immer irgendwo, ich glaube, Credo für dich, weil bei Lumani hattest du einen der besten deutschen Spieler, hast du beraten. Diese deutschen Spieler hast du halt auch irgendwo von Anfang an mitgenommen zu Bayern. Also wir hatten Jan-Hendrik Jagler, wir hatten Lukas Steiger, Heiko Schafazek, Robin Benzing, das waren alle damals auch Spieler, die auch bei dir in der Spielerberatung, also die du spielerisch und auch mental und im Alltag beraten hast. Glaubst du, dass es halt auch dass es wichtig für dich ist, auch diesen deutschen Spielern das Vertrauen in der deutschen Liga zu geben? Also das ist dein Punkt halt, dass du auch sagst, ich vertraue an die deutschen Spieler, dass du das mitgezogen hast aus deiner Karriere? Also ich habe, wie du sagst, ich glaube 2007 habe ich eine Agentur gegründet, die initial nichts mit Spielerberatung zu tun hatte. Jetzt ist sie ausschließlich eine Spielerberateragentur. Meine Idee war, dass ich durch meine Erfahrung als Spieler gemerkt habe, dass vor allem abseits dieser ganzen Vertragsverhandlungen vor allem die deutschen Spieler nicht gut beraten worden sind, was sie mit ihrem Geld machen, sind sie gut versichert, allgemeine Themen abseits des Basketballs, und am Schluss sind sie dann, weil sie wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dieses Vertrauen in mich hatten, dann wollten sie auch, dass ich ihre Verträge verhandle. Das war aber nicht von mir gewollt, es ist einfach so passiert. Was das deutsche Spiel angeht, du hast in deiner Aufzählung Stefan Hamann und Demon Green vergessen, die sind ja 2010 in die zweite Liga zu Bayern München gewechselt, bevor ich da war. Das war ein ganz großer Schritt und eine wichtige Entscheidung für Bayern, weil Hamann war Kapitän der Nationalmannschaft und Demon war, ich glaube, über 100 Länderspiele zu dem Zeitpunkt. Was deutsche Spieler angeht, die Bedeutung der deutschen Spieler im Basketball zu der Zeit, als ich meine Firma hatte, und jetzt hat sich grundlegend verändert, weil zu der Zeit 2007, 8, 9 oder 2010 gab es noch nicht die Möglichkeit. Es gab keine Ausländerbeschränkung, das heißt, es konnten fast so viele ausländische Spieler spielen, wie die Vereine es gewünscht haben. Die deutschen Spieler haben zu der Zeit eigentlich keine Bedeutung gehabt oder sehr geringe. Aber ich habe antizipiert, dass das eigentlich, weil es für den deutschen Basketball zu dem Zeitpunkt eine Katastrophe war, dass sich das in die positive Richtung für die deutschen Spieler entwickelt. Und jetzt stehen die da und genießen so ein bisschen einen Status, der ihnen, den sie eigentlich nicht verdient haben. Also die Generation davor schon, aber die jetzt da sind, genießen eigentlich die harte Arbeit der Generation davor, die wirklich hart um ihr Geld kämpfen musste. Und Platz in der Liga. Und jetzt ist es halt so, dass du kannst maximal 6 Ausländer haben, das heißt, der Großteil der Mannschaft hat 6 deutsche Spieler. Und das ist so ein Geschenk sozusagen, und viele müssen gar nicht so hart um ihr Brot kämpfen, so wie es vielleicht vor 10 Jahren war. Und wie stellt sich das da in der Bayern Jugend, wie versucht ihr das, was du gesagt hast, ihr solltet stolz und euch glücklich schätzen, einen Platz zu bekommen, egal in welcher Mannschaft in der deutschen Liga, wie versucht ihr das euren jungen Talenten zu vermitteln, wie wirkt sich das aus? Erstmal, ich relativiere das, was du gesagt hast, weil Qualität setzt sich immer durch. Das heißt, wenn du eine gewisse Qualität hast, wenn du
egal welchen Pass du hast, aber vor allem als deutscher Spieler, wenn du Qualität hast und eine richtige Einstellung hast und Basketball deine Priorität ist, dann stehen die Türen überall offen, auch bei Bayern München. Was die Jugendabteilung von Bayern München angeht, die ist in unserem, also in der, wenn man intern spricht, von derselben Bedeutung wie die erste Mannschaft, extern ist es natürlich in den Medien ist ein bisschen anders. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel investiert. Wir haben ein ziemlich starkes Leistungsprogramm, das vor allem in den Jahrgängen 16 und 19 führend in Deutschland ist. Und da versuchen wir jetzt, diese Lücke zwischen Jugend und Profis ist doch sehr groß. Und jetzt versuchen wir, die zu schließen. Wir haben schon ein paar Spieler, die das Potenzial haben, mittelfristig eine größere Rolle in der ersten Mannschaft zu spielen. Und wie wichtig ist da von euch halt eure ehemaligen, Stefan Hammer hast du schon erwähnt und Damon Green haben wir da, die sind ja auch in der Jugend tätig. Mhm. Wie wichtig ist es für euch, dass halt gerade was du gesagt hast, die älteren Spieler, die damals kämpfen mussten, den jüngeren Spielern das also wieder weitergeben, wie wichtig ist, dass man die alten Spieler respektiert und mit ins Boot holt? Wie wichtig ist es für euch mental und einfach für die anderen, für die jungen Spieler, also dass diese Kommunikation stattfindet? Mhm. Also erstmal ist das alles im Sport keine Einbahnstraße, sondern es ist wichtig für in diesem Fall Damon und Steffen, dass die eine Chance bekommen haben, nach ihrer Karriere etwas zu machen, was sie mögen, was sie lieben. Das ist nicht immer, das ist auch kein Wunschkonzert, weil wenn man seine Karriere aufhört, dann sucht man nach sich und guckt nach, vor allem für einen Sportler ist es doch sehr, sehr schwierig. Und Gott sei Dank haben die beiden bei uns die Möglichkeit, das weiterzumachen, sich zu entwickeln und das zu machen, was sie lieben. Auf der anderen Seite ist es natürlich für einen jungen Spieler immens wichtig, wenn eine Legende des Vereins oder ein Nationalspieler jeden Tag mit ihnen arbeitet, der nicht nur das Know-how ihnen beibringt, sondern auch die Erfahrung, die er in seiner Karriere, vor allem als er ein junger Spieler war, weitergibt. Und es ist ein Austausch von Informationen, von Erfahrungen. Und da wir jetzt alle im Audidom sind, bei uns und die Jugendmannschaften da sind und die ehemaligen Spieler da sind, die jetzigen Profis da sind, ist das eigentlich eine vor allem für einen jungen Spieler eine super Konstellation, weil er von ehemaligen Spielern lernen kann und dann läuft der Derek Williams halt dir über den Weg und fragt dich, wie geht's dir, und du kannst mit ihm reden. Und das alles ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir machen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, nennen wir ungefähr 3 bis 5 Punkte, die du halt jemandem, einem jungen Spieler empfehlen würdest, um zum FC Bayern zu kommen. Also unabhängig von Bayern München, ich glaube, dass jeder junge Spieler, also bei uns gibt es eine Regel im Verein, und das ist jetzt Bayern München bezogen, dass wenn man nicht gut in der Schule ist, kann man nicht Basketball spielen bei uns. Das heißt, das Wichtigste, also warum ist das wichtig? Erstmal, weil es uns eingedonnert wurde in der Familie. Naja, es ist verschiedenen Gründen wichtig. Der erste Grund ist, dass man seine Verpflichtung wahrnimmt. Das heißt, wenn du morgens um 8 Uhr nicht in der Schule bist, dann wirst du irgendwann auch nicht abends pünktlich um 17 Uhr beim Training sein. Das ist das Erste. Und das Wichtigste, warum die Schule jetzt für Sport wichtig ist, ist natürlich der Abschluss, aber ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wenn du im Leben etwas anfängst, dann musst du es zu Ende bringen. Und wenn ich jetzt einen jungen Spieler habe, der jetzt 16 Jahre alt ist und keine Lust auf Schule hat und mehr Basketball spielen will, dann sage ich immer, stell dir mal vor, du gehst 12 Jahre zur Schule, investierst 12 Jahre deines Lebens, um es nicht zu beenden. Wie willst du dann Basketballprofi werden? Es geht nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man braucht Leute um sich, vor allem sich selbst, um das, was man macht, nämlich wenn man Basketball spielen will, man muss es lieben, man muss eine riesengroße Empathie entwickeln. Und man kann nicht, man muss sich entscheiden, pass auf, ich gehe zur Schule und dann gehe ich zum Basketball. Und nicht, ich gehe zur Schule, ich gehe zum Basketball, aber doch nicht, ich gehe ins Kino. Mhm. Das geht nicht. Das heißt, man muss sich entscheiden, Schule an erster Stelle, Basketball an zweiter Stelle. Und das Dritte ist, man muss sich eine Umgebung suchen, wo man Leute hat, die man, diese, also da spielen natürlich die Eltern eine ganz große Rolle.
meine Umgebung suchen, wo einem die Liebe zu dem, was man gerade macht, beigebracht wird. Das sind Lehrer, das sind Mentoren, das sind im großen Teil auch Eltern, die einem die Möglichkeit geben, aber sich nicht ganz dort einmischen. Aber vor allem steht über allem, man muss es lieben. Und ich habe jetzt einen Sohn, der ist 13, und Kinder zwischen 10 und 14, die entscheiden sich meistens, welchen Verein liebe ich, welche Sportart mag ich. Und da wird so ein Fundament gesetzt, dass man sagt, ich liebe Basketball, das möchte ich gerne machen. Und genau, wie du gerade auch schon davor gesagt hast, für jeden Spieler nach seiner Karriere ist es halt erstmal schwierig, Fuß zu fassen in einer normalen Welt oder in der Realität oder in der Gesellschaft. Bei dir sieht es halt immer so aus, also ist auch jetzt für mich, als deine Schwester nochmal, persönlich, es sah halt immer so aus, du hast einen Plan, du weißt, was du willst, du hast das gegründet, dann bist du dorthin gegangen. Wie hast du, aber trotzdem, man hat ja auch immer so irgendwie so eine Unruhe oder Unwissenheit, nachdem man so lange Zeit etwas gemacht hat. Was hat dir die Unruhe, hattest du eine Art von Mentor oder gab es da jemanden, der dich den Weg geleitet hat? Oder ist es die Erziehung, die wir genossen haben? Oder was glaubst du, was dich... Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn du Entscheidungen im Leben aus einer gewissen Verzweiflung treffen musst. Und ich habe Gott sei Dank also verzweifelt nach, was mache ich, habe ich genug Geld, kenne ich genug Leute und so weiter. Das ist immer die Voraussetzung, dass man in Ruhe seine Entscheidung trifft. Und ich habe Gott sei Dank nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo verzweifelt bin. Oder irgendwo zweifle, vor allem zweifle in das, was ich tue. Zwei Sachen sind, wenn mich Leute fragen, was ist wichtig, dann sage ich immer, zwei Sachen sind wichtig. Die erste Sache ist, dass man immer in der Lage ist, egal in welcher Phase seiner Karriere man ist, dass man sich immer selbst richtig einschätzen kann. Gewisses Demut, also Demut und Selbstvertrauen gepaart helfen dir schon, dich richtig einzuordnen. Ich glaube, das ist das große Problem. Viele ehemalige Spieler denken, sobald ich meine Karriere aufhöre, genau so läuft es weiter. Man muss seine Situation richtig einschätzen können, fair sich gegenüber. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man natürlich, man lebt genauso wie du und wahrscheinlich deine Zuhörer, man lebt im Leben immer von Opportunities, das heißt Möglichkeiten, die man bekommt. Man muss manchmal am richtigen Ort sein, manchmal muss man Geduld haben, manchmal muss man warten, manchmal muss man die erste Möglichkeit, die sich einem bietet, annehmen, aber ohne dass dir jemand eine Möglichkeit gibt, das ist natürlich schwer. Und diese zwei Sachen sind Voraussetzung, damit du dann im Leben richtige Entscheidungen triffst. Also es scheint so, dass ich bis jetzt das Glück hatte, richtige Entscheidungen für mich getroffen zu haben, aber ich habe auch Leute um mich gehabt, die mir immer die Möglichkeit gegeben haben und die mich unterstützt haben. Viele, ich will jetzt keine nennen, aber viele, die mir die Möglichkeiten eröffnet haben. Das heißt also, gab's Momente, wo du dachtest so, boah, Alter, ich habe keinen Bock, da rauszugehen, ich habe jetzt keinen Bock zu hustlen, ich will einfach wieder nicht zweifeln, weil du warst ja deine Sache sicher, dass du aufhörst, aber wie bist du mit den Momenten, wie gehst du mit den Momenten um, wo du manchmal sagst, so, boah, Alter, ich habe jetzt keinen Bock mehr, so. Also wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich habe 2006 aufgehört und seitdem habe ich nie wieder Basketball gespielt. Das heißt, wenn man mit etwas abschließt, dann soll man damit abschließen. Ich schieße zwar ab und zu mal auf den Korb, aber ich habe nie wieder in der Mannschaft ein bisschen aus Spaß gespielt und so. Aber woher nimmst du dieses Selbstvertrauen, dass du diesen Punkt gesagt hast, ey, ich habe damit abgeschossen, that's it. Also was würdest du Leuten, also was empfiehlst du, um dieses Selbstvertrauen bei sich zu halten? Weil es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich habe Selbstvertrauen, ich mache jetzt den Move, aber fall immer wieder zurück. Ja, aber dein Vater hat bei vielen verrückten Sachen, die er erzählt, hat er eine sehr, sehr wichtige Sache und richtige Sache gesagt. Also Selbstvertrauen, man wird nicht mit Selbstvertrauen geboren, sondern Selbstvertrauen muss man trainieren. Ob das jetzt auf dem Spielfeld ist oder im Berufsleben oder in der Familie, das ist ein Prozess, den du annehmen musst und den du verstehen musst. Ich glaube auch, dass
du musst, vor allem wenn du in einer Mannschaft arbeitest, also ich habe nicht Tennis gespielt, sondern ich war in einer Mannschaftssportart. Und jetzt bin ich auch nicht, ich bin zwar Geschäftsführer und führe die Geschäfte und trage die Verantwortung, aber ich bin Teil einer großen Mannschaft. Aber je größer dein Ego ist, desto schwieriger wird es, großartige Leute um dich zu sammeln. Und man muss, weißt du, ich fahre noch ein bisschen Werbung für ein Audi, ich fahre jetzt ein Q7, das ist ein richtig geiles Auto. Aber ich fahre dieses Auto nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich Geschäftsführer von Bayern München bin. Ich bekomme Platz in einem Restaurant, nicht weil ich bin, sondern weil ich wahrscheinlich bei Bayern München arbeite. Die Frage ist, wie würde sich das alles gestalten, wenn ich es nicht wäre? Dann würde ich wahrscheinlich von Audi kein Auto bekommen. Das heißt, man muss sich wirklich einordnen können, sein Ego zurückstellen, sonst hast du nicht großartige Leute um dich herum. Ich habe extrem Glück, dass ich mit großartigen Leuten, vor allem im Office, arbeite, weil die jungen Leute, wir sind ja alle jung, also 80% der Mitarbeiter, 70% der Mitarbeiter bei uns, auch die, die in leitenden Funktionen sind, haben bei uns als Praktikanten angefangen, die man dann ausgebildet und so weiter. Weil diese jungen Leute, die Empathie und Enthusiasmus für das haben, was sie arbeiten, die werden nicht dir helfen oder bei dir bleiben, wenn du denkst, dass du jetzt den Audi-Dom selbst gebaut hast. Und das sind so alle Sachen, die man mit seiner Erfahrung lernt. Natürlich, es gibt keinen Sieg oder Niederlage. Man muss auch mal verlieren können und Fehler machen. Aber grundsätzlich ist das, ich verteile keine Ratschläge, aber ich kann meine Erfahrung weitergeben. Weil du in dem, was du da machst, ich auch. In dem, was du da machst. Ja, das ja, aber du bist ja eher auf dich selbst gestellt. Du hast ja kein Team. Deswegen ist das etwas anders und ich kann dir jetzt keinen Rat geben, aber ich kann dir meine Erfahrung geben. Also das heißt, was ich ziemlich nice finde, also es kommt halt so rüber, du lebst im Moment. Und ich glaube, du lebst gerade in diesem Moment und ich glaube, das ist, klar, denkst du in deinem Job auch in die Zukunft und hast deine Projekte, aber momentan lebst du im Moment und du sagst, du bist glücklich da im Moment, wo du bist. Nee, ich bin, stimmt nicht, ich bin schon 3 Jahre voraus. Ja, in deinem... Also ich bin in meinem Denken schon... Also ich versuche vorauszudenken, weil das ist auch mein Job. Aber für dein Projekt. Aber für dich selber. Ah, für mich selber. Für dich selber bist du gerade im Moment, wo du sagst, ich arbeite für dieses Projekt und ich denke für dieses Projekt die nächsten 3, 4, 5 Jahre voraus. Ja, so denke ich. Ja, also das bleibt schon ein bisschen auf der Strecke. Also ich denke nicht so viel an meine Situation. Manchmal nimmt man das auch als gegeben. Vielleicht sollte man mehr daran denken. Ich tue das nicht so viel. Weil das alles, weißt du, das, was ich mache, ist ein großes Projekt mit unseren Leuten, die das nach vorne pushen und dann vergisst man ein bisschen. Also du, aber okay, das bedeutet, aber trotzdem brauchst du ja manchmal so eine kleine Auszeit. Du machst viel Sport, ja. Was glaube ich auch extrem wichtig für dich ist, was du ja dein Leben lang gemacht hast. Ist es halt der Sport, den du dir nimmst, deine 30 Minuten am Tag oder 2x, 3x die Woche, sind das deine Momente? Nein, sind schon 6x die Woche. Ja, sorry. Aber 2x würde nicht ausreichen. Ja. Würde ich es ist schon das, wo du dir deine Auszeit nimmst. Also, kennst ja meine Frau, ja. Das ist deine Schwiegerin. Ja, meine Schwiegerin. Und ich bin immer froh, wenn sie für 10 Tage weg ist. Weil die schönste Zeit, die ich habe und wo ich am meisten entspanne, ist, wenn ich alleine bin. Sei es beim Sport oder sei es, wenn ich durch den englischen Garten irre oder wenn ich ein YouTuber Netflix schaue alleine. Also wenn ich alleine bin, dann ist es super, da kann ich auch nachdenken und dann bereite ich mich auf Sachen vor und ordne meine Gedanken. Wenn zu viele Leute um mich herum sind, dann lebe ich tatsächlich im Moment, aber ich kann nicht entspannen. Also es ist wirklich, du hast sozusagen kein Credo, also ich sitze zu Hause in dieser Position und dann nehme ich mir halt eine Stunde, ich mache den Bauch rein. Das würde ich gerne können, also ich würde gerne mit Yoga anfangen, aber ich habe keine Zeit. Aber das ist doch viel schöner, was du machst. Das heißt, du hast verschiedene Orte, aber du weißt in diesen verschiedenen Orten deine Momente zu nehmen.
Ja, ist, also ich war im Audidom, wenn ich im Audidom bin, dann, jetzt habe ich herausgefunden, ich glaube, du hast mir vor ein paar Wochen gezeigt, ja. Es gibt diese App, wo man auf dem iPhone, wo man nachschauen kann. Ach, das Herz? Herz, ja. Awesome. Ja, wo man nachschauen kann, also ja. Wir haben jetzt 11 Uhr, ich bin schon 4 Kilometer gelaufen. Na super. Aber spazieren. Ja, ich war nicht laufen, war nicht beim Sport. Und dann kontrolliert man sich auch selbst. Warte kurz. Ich war zum Beispiel gestern 15 Kilometer. Ja, weil du telefonierst ja auch und spazierst, das machst du nicht. Richtig, ich telefoniere mal mit dem Laufen. Aber kurze Frage. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Boah, keine Oder Ahnung. Wo werden wir dich in 10 Jahren sehen? Ich hab 25 Jahre lernen, 25 Jahre arbeiten und 25 Jahre genießen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Na, fertig? Ja, wir sind fertig. Tschüss. Ciao.